Wie viel Zucker geht denn jetzt eigentlich auf die Hüften? Gibt es da eine Grenze? Und wo liegt die? Und genau darum geht es in dieser Episode. Ich dividiere dir das mal ganz genau auseinander, auf welche Grenzen du achten könntest und gebe dir selbstverständlich auch ein paar Richtwerte an die Hand. Viel Spaß! So, in dieser Folge, in diesem Video soll es darum gehen, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Zucker geht denn überhaupt auf die Hüften ab? Wo ist da, gibt es da eine Grenze? Oder gibt es da keine Grenze? Müssen wir gar nicht drauf achten? Muss ich einfach weniger Zucker essen irgendwie? Irgendwie mal einfach den Zucker mal ein bisschen reduzieren? Oder sollte ich da vielleicht so ein paar Zahlen im Kopf haben? Und es gibt da tatsächlich Grenzen und die möchte ich dir so ein bisschen aufzeigen heute. In dem ersten Video habe ich dir ja den Tipp gegeben, mal ein Ernährungstagebuch zu führen und einfach mal alles da reinzutippen, was du so den ganzen Tag isst und trinkst. Mal zu schauen, wie viele Kohlenhydrate kommen denn da über den Tag zusammen. Und wir hatten ja den Begriff schon geklärt, Kohlenhydrate gleich Zucker, Zucker gleich Kohlenhydrate. Die Zahlen, es sind natürlich alles nur circa Zahlen, aber es sind gute Richtwerte, an die du dich halten kannst. Wenn du um die 100 Gramm Kohlenhydrate und drunter am Tag isst, hast du eine gute Chance, in die Gewichtsreduktion zu kommen. Ja, richtig gut wird die Chance so ab 70 Gramm Kohlenhydrate pro Tag und weiter runter. Und über 100 Gramm bis 120, 130 Gramm, das ist von Mensch zu Mensch auch verschieden, nimmst du nicht mehr ab, dein Gewicht wird stagnieren. Ja, es wird nicht hoch und nicht runter gehen. Ab ca. 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Und ich rede natürlich immer von Zeiträumen, die über Wochen und Monate gehen. Das geht jetzt nicht um einen einzelnen Tag oder auch nicht um zwei oder um drei Tage, wo man jetzt auch, oder auch nicht um so eine Weihnachtszeit, wo man dann auch mal mehr Zucker in der Nahrung hat. Es geht schon so um einen längeren Zeitraum, von dem ich jetzt spreche. Wirst du auf jeden Fall kontinuierlich zunehmen. Das sind dann so 2-3 Kilo im Jahr. Aber dann noch 20-30 Kilo in 10 Jahren. Das ist also der Bauch, der dann immer fülliger wird, die Hüften, die immer fülliger werden. Man merkt es eigentlich nicht so richtig. Nur ein bisschen an der Kleidung merkt man es. Das zwickt und zwackt überall so ein bisschen. Passt alles nicht mehr so richtig. Ist ja auch der Zeitpunkt, wo die meisten dann auch schon aufpassen und wieder zurückrudern. Und ich sehe auch viele Ernährungstagebücher in meinen Coachings und bei meinen Teilnehmerinnen, wenn sie einen Kurs starten, wo das auch deutlich über 150 Gramm Kohlenhydrate schon sein kann. Und das über einen längeren Zeitraum wird dann, das ist eben das, was ich, das mit dem Mechanismus, den ich im ersten Video erklärt habe, wenn unsere Bauchspeicheldrüse sich zu Tode ackert und Insulin den ganzen Tag über ausgeschüttet wird und der Blutzuckerspiegel immer ganz hoch ist. Und übrigens, das gibt natürlich auch alles Heißhunger, darüber sprechen wir auch noch. Das sorgt dann dafür, dass du wirklich krank wirst. Ja, also ab einer gewissen Grenze ist das auch gesundheitsschädlich. So, jetzt kannst du nochmal überlegen, wie war das, als du dir vielleicht nach dem ersten Video dein Ernährungstagebuch angesehen hast, wie viele Kohlenhydrate hattest du in der Nahrung. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann kannst du es vielleicht jetzt mal machen und machst, wenn es nur einen Tag erstmal machst. Ja, nimm dir einen ganz normalen Tag, an dem du ganz normal isst. Es ist auch wichtig, wenn du jetzt anfängst, ein Ernährungstagebuch mal zu führen, dass du es erstmal, um dir einen Überblick zu verschaffen, noch nichts änderst an deiner Ernährung. Erstmal gucken, wie mache ich es normalerweise, wie läuft so ein normaler Tag in meinem Ernährungsalltag ab. Und weil wenn du dann anfängst, schon zu verbessern und zu regulieren, dann weißt du ja nicht, wo es dran hakt. Ja, deshalb immer erst mal ein, zwei Tage so weiter mampfen, wie du es gewohnt bist und dann gucken, wo kann ich dran drehen. Und wir hatten ja in dem einen Video schon besprochen, das war glaube ich das zweite, wo überall Zucker drin ist, dann guck, wo ist der Zucker drin, wo kann ich regulieren, wo kann ich am Zuckerrädchen drehen, was fällt mir denn eher leicht, was
fällt mir schwer und das lasse ich erstmal drin, was fällt mir leicht und das nehme ich auf jeden Fall jetzt schon mal raus. Und das sind so erste kleine Schritte, um vom Zucker wegzukommen. Und ich möchte dich auch in diesem Video nochmal an die Tschüss Zucker Challenge, meinen Online-Kurs erinnern, der am 4.1. startet. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Schau dir die Kursseite an. Es wird dir ein Riesenpaket geboten und ich nehme dich 28 Tage an die Hand in der Teilnehmergruppe, in einer Gruppe hochmotivierter Frauen und führe dich von ich esse total viel Zucker und ich weiß nicht, wie ich da runterkommen soll und ich esse überhaupt sehr viel und ich möchte mein Gewicht regulieren und ich finde den Anfang nicht, bis hin zu ich bin weg vom Zucker, ich habe es geschafft, weil wenn der Zuckerrausch oder der Zuckerhieper oder der Heißhunger erstmal besiegt ist und das kriegen wir hin in diesem Kurs, wird alles sehr viel leichter. Das weiß ich, das sind meine Erfahrungen aus vielen Kursen, aus vielen Coachings und da kannst du dich drauf verlassen. Ja? Also, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Video. Tschüss!